Hi, ich bin Ben von Blue Gaming und in diesem Game der Woche machen wir einen kleinen Ausflug in die Unterwelt. Shadows of the Damned ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Resident Evil-Schöpfer Shinji Mikami, Kultentwickler Suda51 und Silent Hill-Komponist Akira Yamaoka und erschien 2011 für PS3 und Xbox 360. Nun denkt sich sicherlich der ein oder andere, ey, wenn da so viele coole Leute dran gearbeitet haben, warum habe ich denn noch nie von diesem Spiel gehört? Nun, das könnte wahrscheinlich daran liegen, weil dieses Spiel viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und genau aus diesem Grund zeigen wir es euch heute. In Shadows of the Damned geht es um Garcia Hotspur, einen Mann mit einem dieser Berufe, die man nicht beim Arbeitsamt vermittelt bekommt. Der Gute ist nämlich Dämonenjäger und zwar einer der besten. Seine Erfolge bei der Jagd pissen den Höllenobermods Lucif Fleming irgendwann so sehr an, dass dieser kurzerhand in Garcias Apartment einbricht, um ein wenig mit dessen Freundin abzuhängen. Und weil Garcias Wohnung für eine richtige Orgie einfach ein bisschen zu klein ist, geht die Party kurzerhand in der Unterwelt weiter. Unser Ziel ist es also, die Geliebte aus Flemings untoten Griff zu befreien und ganz nebenbei der halben Hölle in den Hintern zu treten. Wortwörtlich. Da so ein Leben da ganz allein im Reich der Toten eher aufgeschmissen wäre, steht uns der bekehrte Dämon Johnson zur Seite. Nicht nur eine hübsche Fackel und ein echtes Plappermaul, sondern auch eine absolute Allzweckwaffe für jeden erdenklichen Feind. Und wenn euer Boner irgendwann nicht mehr hart genug ist, könnt ihr diesen auch upgraden. Wer eines der neueren Resident Evils gespielt hat, der kennt das Spielprinzip. Auf Schwachstellen zielen und so schnell und effizient die dunklen Gestalten zu Fall bringen. Hinzu kommen Bossgegner und Spezialmonster sowie auch zwischendurch kleinere Rätsel. Ja, man merkt eindeutig, dass Shinji Mikami hier mitgewirkt hat. Und das meine ich keineswegs negativ, denn das Gameplay ist zwar nicht besonders innovativ, aber es funktioniert und es macht Spaß. Friend of yours? Are you kidding? William is my aunt's first husband's adopted son from the Ukraine. Then you are practically brothers. Was das Spiel definitiv auszeichnet, ist sein Style, denn ich meine, hallo, von wem war das nochmal, wie hieß der Typ nochmal, hast du am Anfang etwa nicht aufgepasst oder was? Ich verrat's dir nochmal, Suda51, klingelt's da bei dir? Egal, was erwartet uns also? Ganz eindeutig die wohl abgedrehtesten Ideen, die man sich in einem Spiel nur so vorstellen kann. Zumal auch der Humor nicht zu kurz kommt. Besonders Konversationen zwischen Johnson und Garcia kommen definitiv nicht ohne Witz aus. Let you withstand the darkness longer. I'm not even going to ask how that makes sense. Doch besonders gut gelungen ist die Darstellung der Hölle. Als ein Ort, der irgendwie wie die Erde ist, nur komplett anders. Es ist schwer zu erklären, am besten ich gebe euch einmal ein paar Beispiele. Also es gibt keine Sonnenbänke in der Unterwelt, stattdessen legen sich die Dämonen auf Schattenbänke. Und Alkohol ist nicht schädlich, sondern extrem gesund. Und was Erdbeeren in dieser Welt verloren haben... Naja, reden wir nicht drüber. Dennoch hat Suda darauf verzichtet, die Hölle in ein knallbuntes Luftschlangenparadies zu verwandeln und ganz ehrlich, das ist auch gut so. Sie ist immer noch genauso dreckig, böse und gemein, wie wir sie uns halt vorstellen, nur eben in allen Bereichen etwas abgedrehter. Hinzu kommt die erwartungsgemäß großartige Musik. Ich meine, hallo Leute, sie ist von Yamaoka, muss ich dazu echt noch irgendetwas sagen? Shadows of the Damned ist in allen Bereichen gut bis sehr gut, aber was hat man bei diesem Dreiergespann auch erwartet? Umso schlimmer, dass es so unbekannt ist. Mittlerweile gibt es allerdings gar keinen Grund mehr, es sich nicht zu kaufen, denn der Preis liegt in vielen Läden bereits unter 20 Euro. Also worauf wartet ihr noch? Ich muss wieder los. Dämonenärsche treten, versteht sich. Auf bald, Leute. Auf bald. So Leute, das war's nun also mit dem Game der Woche für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meinung zum Video natürlich ab damit in die Kommentare. Links kommt ihr zur Mod-Review vom Simon. Und zwar wieder geht es um eine Minecraft-Mod mit dem Namen Webdisplay.
Und rechts kommt ihr zur letzten Game der Woche Ausgabe vom guten Jan, und zwar über Final Fantasy VII. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine zauberhafte Woche und bis dann.